Im Moment ist es noch relativ ruhig und gemütlich hier im Handelssaal der Börse Stuttgart, aber das könnte sich im Tagesverlauf natürlich noch ändern. Wir warten nämlich auf wichtige Datensätze, so zum Beispiel den Index der Konjunkturerwartungen des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, ZEW. Der kommt um 11 Uhr heraus, wird mit großer Spannung erwartet und dann natürlich am Abend nachbörslich in den USA die Quartalszahlen von Alcoa. Der Aluminiumriese läutet ja traditionell fast schon die Quartalsberichtssaison in den USA ein. Und diese Daten gelten dann schon als erster richtungsweisender Indikator für die Zahlen der gesamten US-Industrie. Deswegen ist natürlich die Spannung gerade auch vor diesen Daten besonders groß. Wir wollen uns aber unterdessen schon mal mit ein paar Einzelwerten beschäftigen, von denen wir schon Material bekommen haben. Zunächst erst einmal natürlich Samsung. Was ist da nur los? Die Smartphones gehen reihenweise, so scheint es zumindest, in Flammen auf. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Angelegenheit. Und jetzt hat der Konzern hier offensichtlich komplett die Reißleine gezogen. Diese Samsung Galaxy Note 7 Geräte dürfen nicht mehr verkauft werden. Und man empfiehlt den Besitzern sogar, die Geräte auf gar keinen Fall einzuschalten. Weitere Informationen werden wohl demnächst bekannt gegeben. Das ist natürlich ein riesengroßes Drama, eine Katastrophe geradezu. Das wird Milliarden kosten, keine Frage. Die Samsung-Aktie, die brach heute an der koreanischen Börse nochmal um rund 8% ein. Profitieren könnte davon möglicherweise der Apple-Konzern. Da haben wir auch die Aktie heute hier an der Börse Stuttgart leicht im Plus, aktuell mit 0,6% bei 104,75 €. Wir haben darüber hinaus aber auch noch das Thema Nordex im Programm. Die Aktie im Moment mit 0,5% im Minus bei 25,91 €. Einem Zeitungsbericht zufolge soll wohl die Bundesregierung den Neubau von Windparks gerade in Schleswig-Holstein oder in Mecklenburg-Vorpommern oder in Teilen, also im Norden von Niedersachsen, jetzt stark drosseln wollen. Das schmeckt natürlich vielen Anlegern hier bei Nordex heute nicht. Sehr gute Zahlen, ein starkes Umsatzwachstum gab es beim Luxusgüterkonzern LVMH. Da haben wir die Aktie gerade schon im Plus und Hugo Boss wird davon ebenfalls hier animiert. Die Aktie klettert um 2,6%. Kia gehen mit einem Abschlag von 1%. Hier waren die Zahlen nicht besonders gut ausgefallen. Und zwar des US-Rivalen Illuminal. Dieser verdiente im dritten Quartal weniger als erwartet. Kia gehen wird in Sippenhaft genommen. Der Marktüberblick zeigt den Dow Jones Index gestern mit einem 0,5% stärker. Euro und Gold kaum verändert. Und der DAX bei 10.622 Zählern kaum verändert gegenüber gestern.